Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir hier schön weiterkommen. Ich habe nämlich das Gefühl, wir sind fast mit den Hauptmissionen durch. Und ich würde ja schon ganz gerne noch ein paar Nebenmissionen abklappern. Wir machen jetzt erstmal die Mission mit Crowny. Crowny. Und gucken, ob wir... Ich warte. Wow. Es wird kalt? Verarscht mich. Upsala. Alps. Komme ich da überhaupt hin? Oh nee. Scheiße, wie komme ich denn da jetzt? So muss ich das jetzt ein bisschen umgehen. Oh, Mutanten. Die Mutanten lasse ich. Ja, an denen laufen wir vorbei. Fällt gerade auf, dass wir hier noch gar nicht waren. Wow. Wo soll ich denn hin? Dafür bekommst du volles Pfund aufs Maul. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig gehe. Ich bin bei einem Konverter. Das heißt, ich muss ein bisschen nach da. Ich habe voll keine Dingens mehr. Boah, ist das heavy hässlich, ey. Ja, aber hier sind ja so noch überall Feinde, ne? Ich denke mal, dass der ganze Konverter noch voll sein wird. Ohne Verstärkung sollten wir hier nicht lange bleiben. Ja. Du sagst was sehr Schlaues. Oh.
Mach du mal. Ohne Verstärkung sollten wir hier nicht lange bleiben. Die Frage ist, ist da denn jetzt noch einer im Konverter? Ja, guck mal, da sind die ganzen Kampfmaschinen. Ja. Ganz schön viele. Dafür habe ich nicht genug Granaten. Wie soll ich denn jemals... Wie soll ich denn jemals auf meine Rüstung sparen, wenn ich diese ganzen Granaten kaufen muss? Ich meine, müsste ich wahrscheinlich nicht, ich weiß. Aber für mich ist es am besten so. Teleporter. Commander. Nein. Protokoll A73. Reparaturstation Nord Abessa. Ausführung negativ. Okay. Was ist los mit dir? Solltest du dich nicht reparieren? Negativ. Analyse. Zugang. Verweigert. In Ordnung. Ich werde dir helfen. Also, was ist das Problem? Konverter. Zugang verweigert. Bewaffnung. Kritisch. Hm. Verstehe. Sie wissen also, dass du keiner mehr von ihnen bist. Immerhin warst du klug genug, dich nicht von ihnen zerstören zu lassen. Wie steht es eigentlich um deine letzten Aufzeichnungen vor unserem Absturz in den Bergen? Analyse. Gleiter war im direkten Anflug auf primäres Missionsziel. Ursache des entstandenen Schadens durch Beschuss aus Bodennähe. Ausweichmanöver war nicht möglich. Woher genau kam der Beschuss? Analyse. Keine positive Identifizierung möglich. Es gab keine Anzeichen von Magie. Möglicherweise Outlaws. Kleriker oder Alps verantwortlich. Auch Alps? Was genau meinst du damit? Analyse. Mögliche Hinweise, dass eine Elex-betriebene Waffe verwendet wurde. Alps verwenden Elex-angetriebene Waffen. Warum sollten unsere eigenen Leute auf uns schießen? Motiv für Beschuss unbekannt. Analyse basiert auf Berechnung nach möglicher Art der Waffe. Keine exakte Identifikation des Angreifers möglich. Oh Gott. Wow. Ich muss mal eben hier erstmal... Na schön, wie du meinst. Haben wir es denn jetzt? Könnte ich jetzt weiter? Dankeschön. Du meinst, es könnten auch die Kleriker gewesen sein, die uns beschossen haben? Analyse. Flug war über Berserkergebiet. Kleriker hatten wenig Grund, das primäre Missionsziel zu schützen. Berechnungen ergeben geringe Wahrscheinlichkeit für eine Beteiligung der Kleriker. Waren die Outlaws eventuell für den Beschuss verantwortlich? Analyse. Fähigkeiten und Verhalten der Outlaws schwer berechenbar. Keine Wahrscheinlichkeitsangabe möglich. Was ist mit den Berserkern? Sie hätten zumindest ein Motiv für den Beschuss gehabt. Analyse. Der Beschuss hatte keinen magischen Ursprung. Wahrscheinlichkeit für eine Beteiligung der Berserker sehr gering. Das heißt irgendwie alles und auch nichts. Ich besorge dir die Teile, die du brauchst. Was genau fehlt dir? Analyse, Waffensystemausfall. Steuerungssystem defekt. Und das Zeug finde ich in dem Konverter. Inventarprotokoll positiv. In Ordnung. Ich sehe mal, was ich machen kann.
Och, ernsthaft jetzt? Analyse. Beseitigen. Eliminieren. Ach, na gut, dann wollen wir mal den Spielstand speichern. Scheiße, wie sollen wir denn da? Ich bin total unvorbereitet. Aber wir versuchen es erstmal so. Und danach, boah. Denke ich, wird das schon funktionieren. Ach ja, nett. Ich überlege, ob ich da nicht auch irgendwie wieder schleichend reinkomme. So über den Berg hier so. Oh, da ist noch so ein Vieh. Oh. Pass auf, ich mach erstmal so. Speicher das hier nochmal. Na, wir wollen taktisch vorgehen. Könnte auch gucken, ob ich ganz nach oben komme. Und dann irgendwie... Von oben. Versteht ihr? Weil unten wird schwer reinzukommen. Ich könnte versuchen, von oben reinzukommen. Hola. Voll in der Textur verschwunden. Okay, muss ich überlegen. Komme ich am besten hoch? Okay. Ja, das ist sehr gut. Ich glaube, da oben sind ganz viele Leute. Ich speichere das jetzt mal wieder. Oh, ihr hasst mich. Ich weiß, dass ihr hasst mich, aber ist mir egal. Ich muss gucken, dass ich überlebe. Irgendeiner hat uns entdeckt. So, ich muss den Konverter abschalten, ne? Ich komme hier nicht rein. Ach scheiße, das wäre so cool gewesen, wenn es geklappt hätte. Ach Mist.
Das ist ja jetzt doof. Ach, das ist ja jetzt doof. Jetzt muss ich doch da rein. Ach, mein Gott, scheiße. So etwas wird hier nicht geduldet. Okay. Die habe ich weg. So. Jetzt gucke ich schnell, was ich mir ausrüsten kann. Flammenwerfer. Riecht nach Tod. Riecht nach Ärger. Leute. Ach, das kann ja was werden, ey. Nein! Ah. War's das für Crowley? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Doch. Das war's rein theoretisch. Aber ich will... Ich habe Blut geleckt. Ich will's wissen. Okay. Oh Gott, jetzt geht's wieder los. Ich hatte das ein bisschen schwerer bewacht erwartet. Oh. Hä?
Muss ich jetzt was anderes nehmen? Ich weiß ja nicht, was ist, aber egal. Ist er weg? Ah, okay. Ach, die Cleanbots rechnet der auch an als, Dingens. Keine Ahnung. Funktioniert nicht. Ich bin schon sehr weit. Keine Munition. Wow! Schnell was süppeln. Hier kann man jetzt abschalten. So schnell geht das. Das war eigentlich gar nicht mal schlecht, aber ich muss mich vorbereiten. Da. Da oben wartet jetzt noch was auf uns. Nur was? Ein Alp? Hallo, 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 hallo! Ich fühle mich ziemlich gut. Ich fühle mich ziemlich überlegen. Na, jetzt können wir das da schnell ausplündern.
Wir haben den Erlöser. Anscheinend eine spezielle Waffe. Puh. Dann fliegen wir jetzt mal, fliegen wir dahin. Hätte gerade gedacht, mein Hund hat an seine Aua geleckt. War aber nicht so. Ich habe ein Steuerungsmodul gefunden. Mal sehen, ob wir dich wieder hinkriegen. Naja, deine Waffensysteme funktionieren immer noch nicht. Aber zumindest solltest du jetzt leichtere Kommandos befolgen können. Also, du bleibst ab jetzt an meiner Seite, wenn ich dich rufe. Analyse, Steuerung kalibriert. Jawohl, Sir. Sehr gut. Es funktioniert. Ich habe mein Lager zwischen Edan und Abessa aufgeschlagen. Hier sind die Koordinaten. Neue Daten erhalten. Gesichert. Commander, Analyse, falsche Fraktionszugehörigkeit. Tja, Kleiner. Da müssen wir jetzt durch. Empfehle effektivere Ausrüstung. Ja, ja, ich arbeite dran. Das wird schon. Ja, Commander. Kümmern wir uns jetzt um dein Waffensystem. Waffensystem defekt. Verteidigung insuffizient. Hast du eine Ahnung, wo wir einen Ersatz finden? Ressourcensuche. Austausch möglich. Alle U-Einheiten. Vielleicht funktionieren die Waffensysteme von Chronio 3 noch. Achso, er fliegt ja jetzt einfach so, genau. Wir können ihn ja jetzt... Können wir mit ihm jetzt sowieso nichts anfangen. Köpfe müssen rollen. Hier hast du... Ach, der ist da oben. Ach, der ist so weit weg. Ich habe jetzt auch eh nichts dabei, ne? Er will da unten hin, neues Waffensystem. Was ist da näher? Eigentlich ist das dann näher. Aber ich muss eh Schluss machen, meine Lieben. Und ich sage, tschüss, bis zum nächsten Mal.